Wir sind im 18. Stock und hier oben ist quasi so eine Lounge, da hat dann jeder Zugriff drauf. Komm, wir können hier rausgehen. Hier arbeiten nochmal Leute und sowas. Aber das Wichtigste, Leute. Zick. Hier wirklich nicht genug von. Ne? Oh. Und da sitzen wir und trinken Kaffee. Ist das ein Wahnsinn oder was? Das ist wirklich echt zu schön, um wahr zu sein. Ehrlich. Da kommen wir raus. Wir sind im Apartment. Wir gehen jetzt hier raus. Oh, wir sind wirklich, also mehr mittendrin geht, glaube ich, echt nicht. Wir gehen jetzt Richtung MSG. Wie man das hier sagt, als echter New Yorker. Und dann werden wir uns schön Basketball reinziehen. Aber vorher müssen wir auch noch was essen. Da wollten wir uns jetzt eigentlich einen Bagel holen, weil das hier direkt am Madison Square Garden ist. Also die Schlange ist einfach ultra lang. Wenn es irgendwas Negatives gibt an New York, man muss sehr viel planen, was Essen angeht. So. Wir hatten auch viel Glück gehabt, aber ich sag mal so, wenn es wirklich um krasse touristische Spots geht, so Peter Luger Steakhouse oder so, da kriegt man erst jetzt Ende April was. Oder hier so kleine Bagel-Läden, muss einfach Zeit mitbringen. Dann kriegst du natürlich auch einen Bagel, aber wir sind hungrig, wir brauchen jetzt etwas. Oh, und hier läuft irgendwo Fußball im Irish Pub. Robertson. Besser geht nicht, Alter. Okay, hier aber auch hier eine Scheißschlange. Was ist denn hier los mit euch? Alle noch nie Bagels gegessen oder was? Guck mal, alle warten hier. Also Zutaten sehen wirklich sehr gut aus hier. Käse, den hier haben wir, das Fleisch und so. Die haben ja kranke Sachen hier. Guck mal, hier könnt ihr euch dann die Soßen und so auswählen. Boah, was nehmen wir denn da? Ich hab keinen Plan. Da sind die ganzen Bagels oben und sowas. Also gibt es echt genug hier. O-Saft etc. Klar. Da hinten wird frisch gebacken oder was? Junge, Junge, was ist das für ein Spot hier schon wieder? Aber das Ding ist, hier sieht einfach jeder Spot so aus. Das ist einfach so, das ist krass. Ja, du hast einen Bagel gehabt, ich habe einen Bagel gehabt, Nora hat einen Vegetarian. Ich habe hier den, Bacon, Egg and Cheese, Reis. Überleg mal, stell dir vor, du willst in Deutschland für zwei Bagel und einen O-Saft 32 Euro, 230 Euro. Die Leute würden dir auf dem Dach stehen und das Ding einreifen. Aber das ist hier, leider ist das hier so. Wir suchen uns jetzt ein sonniges Plätzchen, aber vorher zeige ich euch den mal hier. Okay, guckt euch mal dieses Ding an da hinten, diesen MSG. Und hier sind wir jetzt schön in der Sonne, der einzige Spot, und wir essen jetzt hier schön unsere Bagels. Mm. Und die sind so schwer, die Dinger, es ist wirklich unglaublich, ne? Der kann was. Dieser Chipotle Spread ist geil, Mann. Guck mal, was für ein schönes Pferdchen. Was für ein schönes Tier, ne? Mach mal Sitz. Platz. Komm, guck mal die Haare. Der war auch beim Barber gestern. Ja, also schau mal, Kontrollen hier wie am Flughafen. Wird alles ausgeleuchtet, alles aus den Taschen raus. Habe ich mir tatsächlich auch so vorgestellt. Jeder hat einfach hier eine Käppi bekommen jetzt am Eingang und wir wollen die ganze Zeit haben. Das ist doch der Wahnsinn. Also das ist sehr sympathisch. Okay, jetzt geht's weiter hier. Mal gucken, wie wir zu unseren Plätzen kommen. Ich habe auch schon wieder ganz vergessen, was ich für Plätze gebucht habe. Aber naja, guck mal. Wahnsinn. Oh, ich bin richtig aufgeregt. Ich, ne? Auch. Ich bin gespannt, wie das aussieht gleich da drin. 224, rechts. Das sieht aus wie im Kino hier. Guck mal so ein bisschen. Da geht's in den Saal rein. Da geht's. Oh, da ist das Feng schon dahinter. Wir müssen jetzt rechts. Ne? Wow. Beverage, Mixed Drinks. Oh, holen wir uns was zu trinken? Sprit im Stadion? Also, was ist das denn? Cocktails gibt's hier. Ja, hier werden jetzt unsere Margaritas fertig gemacht. Guck mal hier, ehrlich. Du kannst hier alles kriegen, was du möchtest. Oh mein Gott. Da, wir können da... Wir, wollen wir jetzt hier schon einmal kurz gucken? Nee. Oh mein Gott. Wie cool ist das denn, oder? Ja, wenn wir ihn... Oh, ne. Wie im Fernsehen, ne? Ich komme ja gar nicht klar. Ich glaube, wir sitzen da irgendwo. Da hinten. Wir bestellen uns jetzt hier einen Hotdog mal gemeinsam. Ey, ich bin sehr gespannt. Das sieht wirklich gut aus, ne? Oder? Mhm. So, jetzt kommen wir hier nämlich zu der wichtigsten Sektion. Sektion Würstchenbesoßung. Okay, guck mal, wir haben jetzt hier alles einmal mitgenommen. Wir nehmen das einfach mit, oder? Ja.
Und geht zu unserem Platz. Oh, die Wurst ist schon rausgefallen. Eieiei. Boah, guck mal, Mann, hier kannst du dich einfach hinsetzen, deine Wurst essen und das hier schon mal so ein bisschen den Vibe geht. Es ist einfach so schlau alles, ne? Das ist der Hotdog. Naja, okay. Nee. Die Wurst ist wirklich lecker. Wirklich? Schmeckt wie eine Krakauer. Das Bann ist kalt und so. Aber super manchi auch. Ist okay. Für einen Neuner kann man sich das reinhauen. Aber der Blick entschuldigt alles. Wirklich. Margarita am Start. Boah, was wir für eine Sicht haben, oder? Nee. Hat sich im Profi um die Tickets gekümmert, glaube ich. Und los geht's hier. Okay, für euch ein bisschen Information. Also die letzten vier Spiele haben die Knicks gewonnen. Und auch die letzten vier Spiele zu Hause gegen die Pacers haben die gewonnen. Sieht ganz gut aus, dass wir heute den Sieg sehen. Oder was sagst du? Das ist ja das letzte Spiel der Saison. Richtig. Dann geht's in die, wie heißt das nochmal hier? Playoffs? Ja, richtig. Ah. Unglaublich. Here to present our nation's colors, please welcome the New York City Police Department. Oh! Can you see by the dawn's early light? Die ABC wissen einfach, wie man sich und sein Land feiert. Stopp, es geht jetzt los! Wir bleiben jetzt hier dran bis zum ersten Punkt. Oh! Los geht's! Boah, jetzt! Komm! Der, der den ersten Punkt macht, gewinnt heute. Oh, nein! Scheiße! Für uns! Für uns! Ja! Oh, es gibt ein T-Shirt-Tosti. Das ist einfach nur, das ist also wirklich, das ist doch kein Vergleich mit Fußball. Das ist ja die Kanone, die T-Shirt-Kanone. T-Shirt-Kanone. Wow! Wir haben ein Leid hochgeschossen. T-Shirt-Tosti. Ja, ja, ja. Guck mal, wie die sich alle freuen. Yeah! Jawohl! Oh, hier sind die! Ah, die sind hier! Zeig mal her, das Shirt, du und so! Jetzt einfach die ganze Zeit was los. $1 million. Oh! Ja, Mann, das ist der Vibe. Oh ja. Ja, Annette. Annette. Okay, es gibt wieder einen neuen Drop jetzt. Von oben kommt kleine Fallschirme mit T-Shirts. Das ist so weird alles hier. Fallschirme! Ich komme mit Fallschirme. Einfach Action hier die ganze Zeit. Also außerhalb des Spiels. Oh Gott, Leute, jetzt wird das wird nicht schlimmer. Jetzt kommt die Dancecam. Ja! Bisschen haben wir noch. Es zieht sich tatsächlich ein bisschen. Weil jede 5 Minuten ist hier irgendwas. Und oh, jetzt kommt er. Wollte ich auf dem Abseits. Ah ja. Der neue Celebrity Role. Hey! Die Mucke kann schon einiges sehen. Gönnt kein Dreier. Wow. Oh, Digga, nein. Wow. Ist Halbzeit, glaube ich. Ja, sagt Halbzeit. Man auch so Halbzeit. Ich brauche auf jeden Fall ein Stück Pizza jetzt mal hier schnell. Und hier haben wir nämlich schon die Pizzaschlange. Slice Shop von Pauly G. Pauly G, du bist mir sehr sympathisch. Who's next on? Thanks, me. I would like to have a cheese slice, one pepperoni square, and two draft Budweiser, please.
schön die Biere mit. Mit das gleiche hier wie für Kaffee oben. Ja. So ein kleines Loch. Schnabel. Perfekt. Schnabeltasse. Win. Thank you, man. Oh, das ist der Mr. G. Wo gehen wir essen? Oben auf dem Platz, oder? Okay, Leute, guck mal. Wow. Das sieht so typical einfach aus, ne? Geil. Ey, das wiegt so viel wie 3 normale Pizzamaus. Guck mal, ehrlich. Da ist ja auch eine Wurst drauf, eine ganze. Aber die Pizza ist sehr, sehr schwer. Sehr schwer. Aber auch sehr gut. Boah, das Cheese Slice erinnert mich an das, was wir gestern hatten. Pizza im Stadion, brutal. Noch probieren? Gut, ne? Okay, weiter geht's. Das Pie muss schnell weg hier, das Square meine ich. Erwin kann hier 50k verdienen, wenn er den trifft aus der Mitte. Oh! Er hat ihn getoucht. Erwin trotzdem bester Mann. Einfach ein trauriger Mann. Er hat es gerettet, Erwin. Ja. Okay, es ist wirklich, das geht nicht schlimmer. Kommt jetzt die Karaoke Cam. No, I'm a believer. Okay, das war cool. Sieht hier jetzt wirklich eng aus. 112 zu 115. Ich muss jetzt wirklich alle den Daumen drücken. Natürlich auch für die New York Knicks. Aber auch hier, ein gefällt mir auf diesem Video. Das ist wichtig, der Daumen. Das ist noch wichtiger als der Daumen drücken für die Knicks. Aber die schaffen das eh jetzt. Mach's ab. Okay, sold out das Ding hier. Aber was mir mehr Sorgen macht, ist oben. Das kann nicht wahr sein. Die haben gerade nochmal richtig losgelegt, die Pacers. Jetzt geht's richtig ab. Nur als heiß aufs Shirt. Oh, jetzt geht's hier immer rein, wie schön. Leck. Jetzt ist hier richtig einer weggetost. Guckt in die Kanone an, meine Damen und Herren. Was ist hier los? Aber ich sag's euch, hier geht irgendwas nicht in die richtige Richtung. Quentin Grimes enters the game. Scheiße, Leute. Das Ding ist hier lutscht. Ja, schade. Hätten euch gerne ja einen Sieg gezeigt, aber ich sag mal so, na, trotzdem eine coole Erfahrung. 2-3 Pizzen gegessen. War auch super. Also naja, schauen wir mal, was der Tag noch bringt. Vielen Dank fürs Einschalten. Wie gesagt, lasst mal ein Like da, Kommentar und so, wäre wirklich super. Würden wir uns sehr freuen. Da kommt Nora. Traurig, aber. Hast du deine Mütze vergessen? Nee. Dann habe ich noch eine Mütze gefunden. Oh, Nora hat noch eine Mütze gefunden. Die verlosen wir. Ja, ne? Ja. Genau, auf meinem Instagram-Kanal, MorsTV. Unten in der Beschreibung schreibe ich es euch rein. Vielleicht machen wir das in den nächsten 2 Jahren. Das sind wir die anderen Verlosungen, ne? Die wir auch immer anprüfen, oder? Ja. Schönen Abend euch noch.